berechne die elektrische Feldstärke eines Elektrons im Abstand von einem Angström. Ein Angström entspricht 10 hoch minus 10 Meter. Die elektrische Ladung eines Elektrons beträgt minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Wir suchen die elektrische Feldstärke an diesem Punkt, der im Abstand klein r von einem Angström vom Elektron entfernt ist. Ein Angström beträgt 10 hoch minus 10 Meter. Man nennt diese Einheit Angström zu Ehren des schwedischen Physikers Anders Angström. Was wir suchen, ist die elektrische Feldstärke an diesem Punkt. Wir drücken eine elektrische Feldstärke aus in Newton pro Coulomb. Um diese elektrische Feldstärke herauszufinden, nutzen wir diese Formel. In unserem Fall gilt also, die elektrische Feldstärke E ist gleich zur konstanten K0 mal den Betrag der Ladung des Elektrons geteilt durch das Quadrat vom Abstand R zwischen diesem Punkt und dem Elektron. Wir ersetzen also K0 durch 9 mal 10 hoch 9, den Betrag der Ladung des Elektrons durch 1,6 mal 10 hoch minus 19 und den Abstand R durch 10 hoch minus 10. So erhalten wir diese Rechnung. 9 mal 1,6, das macht 14,4. Und die Potenzen von 10 sind folgende: 10 hoch 9, 10 hoch minus 19 und im Nenner steht 10 hoch minus 20. Wir setzen diese Potenz nach oben in den Zähler und sie wird dort zu 10 hoch plus 20. Somit finden wir also 14,4 mal 10 hoch 10 und in wissenschaftlicher Schreibweise 1,44 mal 10 hoch 11. Die gefragte elektrische Feldstärke beträgt also 1,44 mal 10 hoch 11 Newton pro Coulomb.